hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Bianca und Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts, vom 18. Mai 2021. Übersetzt von Emmy X. Hallo. Nun, als ich das letzte Mal mit euch gesprochen habe, hatte ich keine Ahnung, wie auf den Kopf gestellt meine Welt plötzlich sein würde. Bin mir nicht sicher, wie das gehen wird, falls überhaupt, würde es aber gerne versuchen. Wie steht es bei euch und überhaupt da draußen in der Welt, die jeden Verstand verloren zu haben scheint? Kostbare Seele, natürlich waren und sind wir während dieser unerwarteten Wende in deinen Lebensumständen bei dir. Ich danke euch, dessen bin ich mir sicher. Zusammen mit der Liebe von unserer gesamten Familie des Lichts, sowohl auf als auch außerhalb des Planeten, fühle ich mich so sehr gesegnet. Lass uns über Angelegenheiten sprechen, die alle betreffen, wenn wir dürfen. Ganz in meinem Sinne für den heutigen Chat. Wir sprechen von der Liebe und werden dies auch weiterhin tun, denn bei all dem, was in eurer Welt an solchem Elend geschieht, gibt es kein anderes Gegenmittel. Für jede einzelne Seele, die zu dieser Zeit auf diesem Planeten wandelt, ist der Nutzen des Wissens um die Liebe in als an sich selbst auf einer ganz neuen Ebene der Weg, der euch von diesem Ort der unbekannten Sorgen in einen Ort des absoluten Wissens und der Gewissheit im Selbst bringt. Das Wissen, dass die Kraft, die in jedem Einzelnen liegt, absolut alles überwiegt, womit man während dieser Veränderung konfrontiert wird. Obwohl sich alles um einen herum jenseits von dem anfühlt, was man erwarten könnte. Kannst du nicht in der Veränderung die Kraft fühlen, die Entschlossenheit, die Tiefe, in der dein Sein dieses Wissen fühlt? Nun, um ehrlich zu sein, ja, ich fühle eine innere Stärke. Aber allein das, was über die Nadeln enthüllt wird, ist genug, um auf einen anderen Planeten ziehen zu wollen. Man kann einfach nicht begreifen, wie sich unsere Welt in den letzten 18 Monaten verändert hat. Und dann dieser Wahnsinn, der jetzt zur Norm geworden ist. Aber haben wir euch nicht gesagt, dass dies und noch mehr kommen wird? Das habt ihr. Ihr habt auch von einer riesigen Ankündigung gesprochen. Man wartet immer noch. Darauf und in der Tat Phase 2 und Weltabregelung. Doch bei so viel Aufruhr, wer weiß schon, was was ist. Die Ankündigung, der viele folgen werden, wird ohne jeden Zweifel erwartet. Alle Systeme sind bereit. Wendungen innerhalb von Ereignissen haben Auswirkungen und verursachen Verzögerungen. Dennoch können wir voller Inbrunst sagen, dass der göttliche Plan, der an Ort und Stelle ist, immer noch an Ort und Stelle ist. Es scheint immer so weiterzugehen. Und wie immer ist nichts passiert, von dem gesprochen wird. Ich war jetzt fast einen Monat lang nicht mehr bei euch auf Empfang. Keine Veränderung. Und doch gibt es so viel, was noch nicht gesehen oder erzählt werden kann. Nun, darauf muss man weiter vertrauen. Ich weiß, dass ich das schon mal gefragt habe, aber welchen Rat würdet ihr geben, der nicht schon gegeben worden ist? Liebste Seelen, es gibt nichts Neues zu sagen. Eure Geduld ist etwas, die das, so wie es ist, akzeptieren muss. Und innerhalb der eigenen Geduld werden die Liebe und die Stärke im Inneren weiter wachsen. Der Stärkste unter den Starken ist nicht nur Stärke bezogen auf ein Gebiet, sondern auf alles. Und Geduld erfordert viel Stärke in diesen Zeiten. Heißt das also, dass wir uns einfach weiter dahinschleppen müssen? Wir würden es vorziehen, dies zu übergehen. Unsere Stiefel scheinen manchmal Bleigewichte in sich zu haben. Dann entferne nicht nur die Gewichte, sondern auch die Stiefel. Du weißt selbst aus den letzten Wochen, Blossom,
dass das, was außerhalb deines individuellen Raumes stattfindet, im Verhältnis auf die Intensivität deiner eigenen Umstände von geringer Bedeutung war. Ist das nicht so? Ja, doch das heißt nicht, dass wir alle einfach abschalten können von dem, was da draußen vor sich geht. Wir brauchen die entsprechenden Kräfte, die zeigen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Das ist so. Und doch gibt es viele, die es vorziehen, noch tiefer zu graben, nur um dann in einer Sackgasse zu landen oder, wenn es darauf ankommt, in etwas, was ohne Konsequenzen ist. Worauf wir hinaus wollen, Blossom, und was wir euch immer wieder gesagt haben: Der Weg dahin durch, und es gibt einen Weg dahin durch, ist dein Licht zu halten. Wie macht man das am besten? Indem du selbst alles nach besten Möglichkeiten genießt, in welchen Umständen auch immer du dich befindest. Der Weg dorthin durch ist seine eigene Schwingung und die von allem, was ist, so oft regelmäßig es nur geht, hochzuhalten. Ja, bei allem Respekt, wir wissen das. Und jeder von uns tut sein Bestes. Dennoch können wir nicht so tun, als ob das da draußen nicht vor sich ginge. Doch, das könnt ihr. Natürlich weißt du, dass es so ist. Natürlich weißt du, dass dein Licht alle Dunkelheit besiegen kann. Dennoch, hin und wieder, sobald du an deine Träume zu irgendeiner beliebigen Zeit festhalten kannst, tauche in sie hinein und spiele. Träume den Traum von deiner Zukunft und sonne dich in seinem sonnigen Schein. Eine andere Art von Sonne, eine andere Art von Gefühl für alles, mit jedem Atemzug. Sei in deinem Traum, auch wenn du dich in der harten Realität der Transformation deines Planeten befindest, lebe deinen Traum innerhalb des Gefühls von dem, was du bist. Vieles wird leicht vergessen, wenn die Dichte der Schwingung zuschlägt. Dennoch strebe nach Dankbarkeit, strebe nach Freude. Sei Dankbarkeit, sei Freude. In der Liebe mit dem Leben zu bleiben, anstatt aus der Liebe mit ihm zu fallen, aufgrund von Dingen, die derzeit außerhalb deiner Kontrolle liegen, ist Teil deiner Reise. Es war Teil eures Trainings, bevor ihr angekommen seid. So vieles wurde euch eingepflanzt, um euch von dem abzulenken, was ihr seid. Deine Wahrheit. Dennoch musst du in dir selbst weitergehen. Ihr müsst weiter daran festhalten und euch an das erinnern, was ihr seid, wer ihr seid, die Essenz der Liebe. Ihr seid in der Tat hier auf dem Planeten Erde mit der höchsten Mission. Ihr, ja, jeder Einzelne, fühlt ihr, wie wichtig ihr seid? Würdigst du dich dafür, dass du einer derjenigen bist, die auserwählt worden sind, genau jetzt hier zu sein? Denn du warst derjenige, der das Zeug dazu hatte, das zu erreichen und zu vollenden, wofür Millionen von euch hier gelandet und hergekommen sind. Wie wertvoll du bist! Wie absolut geehrt du wirst von allen! Ihr, die Stärksten der Starken. Jetzt ist nicht die Zeit, aufzugeben, nachzugeben, den dunkleren, niederen Energien zu erlauben, dich zu überwältigen und dein Licht zu verringern. Nein, nein, nein. Jetzt ist es an der Zeit, mehr denn je, da die Situation immer schwieriger wird, ihnen zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Die höchste, reinste Liebe. Deshalb bist du gekommen, denn das ist es, von dem du wusstest, weißt, dass du es bist. Du, der durch den größten Sturm reiten kann und trotzdem in der Stärke bleibt, erinnere dich an deine Berufung. Ja, du, jeder Einzelne. Hast du deine Meinung geändert? Nein, natürlich nicht. Erinnere dich, erinnere dich, erinnere dich. Du hast gewusst, dass es so sein würde.
Du bist mit so viel Begeisterung an Bord gesprungen. Finde sie, hol sie dir zurück. Nähre diese Begeisterung und diesen Mut mit deiner Entschlossenheit, das hellste Licht zu sein, das du sein kannst. Erinnere dich, erinnere dich, erinnere dich. Lass nicht zu, dass das alles dich herunterzieht, dass es dich mit Unglauben und Verzweiflung erfüllt. Nein, nein, nein. Lass zu, dass dich das alles nur noch entschlossener macht. Je schlimmer es wird, desto stärker wirst du. Je schlimmer es wird, desto stärker wirst du. Je schlimmer es wird, desto stärker wirst du. Ich bin das Licht. Ich bin die Liebe. Ich bin die Wahrheit. Ich bin. Ha! Glaubt ja nicht, dass ich dieses kleine Hündchen vergessen hätte. Immer und immer und immer wieder. Er hat mich in letzter Zeit durch die schrecklichsten Momente begleitet. Eine weitere Erinnerung ist es, liebste Blossom und ihr alle, die Liebe und das Singen des Mantras zu fühlen, den Zusammenhalt mit vielen Tausenden von euch als eins. Wenn ihr es also immer und immer wieder wiederholt, fühlt die Stimmen aller anderen Seelen, die ihre Stimmen über den Äther tragen, um sie mit eurer in Einklang zu bringen. Dies ist von so großer Überzeugungskraft, eine solche Verankerung. Ungewöhnliche Worte. Trotzdem korrekt. Okay. Es fühlt sich gut an, wieder in eurer Gegenwart zu sein, muss ich sagen. Nichts Neues, bei allem Respekt. Aber es ist schön, dass ihr uns das, was wir wissen, noch einmal vor Augen führt. Aber ist es nicht so, dass viele unsere Gespräche sehr vermisst haben? So scheint es. Es gibt Unmengen von unseren Gesprächen, die frei auf deiner Website zu lesen sind. Ein Rückblick in vergangene Jahre kann auch der Seele sehr gut tun. Wir möchten hinzufügen, dass viele ihre eigene Stärke erkannt haben, nachdem diese Gespräche in letzter Zeit nicht so zugänglich waren. Ich schätze ja. Es ist eine gute Sache, über vergangene Channelings zu sprechen. Etwa 12 Jahre, die es wert sind. Viele mögen belustigt darüber sein, wie treffend, ähnlich sie sowohl für heute als auch für damals sind. Ich sage das, weil unsere Chats auf unbestimmte Zeit sehr unregelmäßig und sporadisch sein können, im Vergleich zu dem, was wir sonst gemacht haben. Doch so wie sich heute eine Gelegenheit ergeben hat, habe ich sie ergriffen. Und ich schätze, dass es von nun an so sein wird. Du bist ein tapferer Soldat, Blossom Godchild. Ich danke euch. Wir sind alle mutig. Wir müssen es sein, um unseren Worten Taten folgen zu lassen und vorwärts zu gehen. Eure und White Clouds Lehren haben für uns alle einen solchen Unterschied gemacht. Gerade wenn wir mit unglaublich schwierigen Zeiten konfrontiert sind, erkennen wir, wie sehr ihr uns auf unserer Reise geholfen habt. Dafür sind wir alle unendlich dankbar. Denn ich weiß, dass viele, viele, viele Seelen enorm traumatische Zeiten durchleben, zusätzlich zu allem anderen, was gerade passiert. Als ob das nicht schon genug wäre. Na gut, schon. Trotzdem kann ich sagen, wir schaffen das. Ihr wärt nicht auserwählt worden, wenn ihr dieses Statement nicht aufrechterhalten könntet. Unsere Liebe in von ihrer höchsten, reinsten Energie wird zu jedem Einzelnen gesendet. Fühlt uns, kennt uns und so ist es. Wir freuen uns auf die nächste goldene Gelegenheit, wieder mit euch zu sprechen. Oh, und ich mich auch. Ich danke euch so sehr. In Dankbarkeit, im liebevollen Dienst. Ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.